Hallo Leute, ich hatte ja letztens das Video gemacht zur biblischen Zahl 666 und den Zusammenhängen mit dem Papst. Das fand ich selbst sehr merkwürdig und ich denke, jeder wird mir zustimmen, dass es sich hier wahrscheinlich nicht um Zufälle handelt. Denn ich glaube, Zufälle gibt es nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir allgemeinhin den Zufall verstehen. Und das Gleiche wird auch auf dieses Thema hier zutreffen. Mir schrieb jemand eine E-Mail und darin sagte er, ich solle mich mal mit der Audienzhalle in Rom befassen, also mit der Audienzhalle des Papstes. Was ich da zutage fördern werde, das würde mich sehr verwundern und in der Tat hat mich das auch wirklich verwundert. Also ich habe hier mal recherchiert und habe gleich einen entsprechenden Artikel gefunden auf der Website gusto-sancto.blogspot.de. Ich packe euch den Link zu diesem Artikel unten in die Videobeschreibung rein und lese hier mal nur den ersten Absatz vor. Dieser ist überschrieben mit Wieso sieht die Audienzhalle in Rom wie eine Schlange aus? Im Jahr 1964 ernannte Papst Paul IV. Pier Luigi Nervi einen Audienzraum für seine Papstaudienz am Rande der Vatikanstadt in einer Charge aus der Sakristei des Petersdoms und auf der Piazza San Pietro zu bauen. Die Arbeiten begannen 1966 und am 30. Juni 1971 wurde dieses Gebäude eingeweiht. Wenn jemand den Papst besuchen möchte und die Audienzhalle betritt, dann präsentiert sich einem dieses Bild hier. Das sieht doch wirklich tatsächlich wie eine Schlange aus. Und da es sich hier um eine geplante Architektur handelt, darf man wohl davon ausgehen, dass diese Architektur genau in dieser Art und Weise geplant ist. Und ich glaube, jeder wird mir zustimmen, dass man keine besondere Fantasie braucht, um sich hier eine Schlange vorzustellen. Das heißt praktisch, wenn man die Audienzhalle betritt und zum Papst möchte, dann muss man sozusagen ins Maul der Schlange, dort hinten zwischen den beiden Zähnen, da sitzt der Papst und erwartet den Besucher. Das Ganze wirkt wirklich sehr skurril oder man kann schon sagen, schwarzmagisch satanisch, aber wenn wir uns ins Maul der Schlange begeben, dann sehen wir da noch etwas Skurrileres, und zwar dieses seltsame Kunstwerk hier, das sich im Hintergrund befindet. Also hier vorne ist der Papst mit seinem Stuhl und hinter ihm sehen wir dieses Kunstwerk. Also ich finde es schon fast eine Frevelei, das Ding überhaupt ein Kunstwerk zu nennen. Für mich sieht das aus wie die Hölle persönlich. Und das hier soll wohl Jesus Christus sein. Bei mir löst das überhaupt gar keine christlichen Gefühle aus und da denke ich, wird das wohl den meisten so gehen. Es wirkt auf mich sehr, sehr satanisch. Und das hier mit der Schlangenarchitektur, das kann man auch nicht einfach so zur Seite schieben, denn es ist einfach zu offensichtlich. Ich selbst bin ja auch nicht gerade der bibelfesteste Christ, denn ich glaube ja eigentlich mehr an das Urchristentum und das weicht doch ein wenig ab von dem, was heute allgemein als Christentum gelehrt wird, aber noch viel weiter weg von der Bibel scheint mir hier das Papsttum zu sein. Da stelle ich mir die Frage, ob die überhaupt noch irgendwelche wirklichen christlichen Gedanken verfolgen. Ich meine, warum diese Architektur? Welcher normale Mensch, der an Jesus Christus glaubt, würde sich so eine Audienzhalle bauen lassen? Ich glaube, da gibt es keinen einzigen. Aber der Papst hat es dennoch getan. Jeder wirkliche Christ muss sich dann die Frage stellen, inwiefern der Papst hier überhaupt noch das Christentum vertritt. Hat er es überhaupt jemals vertreten? Ich weiß es nicht. Ich wurde ja für den Goldenen Aluhut 2017 nominiert und da darf ich mir schon solche Gedanken machen. In den Augen dieser Leute, die diesen Preis vergeben, bin ich ja wahrscheinlich sowieso ein Geistesgestörter. Und da denke ich, kann ich solche Vergleiche hier schon ziehen. Aber wer hier bestreitet, dass es eine unübersehbare Ähnlichkeit zwischen der Architektur dieser Audienzhalle und einer Schlange gibt, dem ist in meinen Augen nicht mehr zu helfen. Diese ganzen politisch korrekten Leute, die sehen ja sowieso in jedem und allem eine Verschwörungstheorie, wenn es nicht Mainstream korrekt ist. Und ich denke, die werden auch das hier wieder als eine Verschwörungstheorie hinstellen. Genauso wie mein letztes Video mit der 666. Im Prinzip ist heute alles eine Verschwörungstheorie, was nicht irgendwie offiziell auf Wikipedia steht. Ja, und das ist eine komische Sache. Und da fällt mir zum Schluss nur noch das Zitat von George Orwell ein.
Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich mal den Roman 1984 durchzulesen. Ich glaube, den gibt's auf YouTube sogar als Hörbuch. Wer zu faul ist zum Lesen, kann sich den wenigstens mal anhören und der wird dann wahrscheinlich feststellen, Halleluja, das klingt alles so, als sei das gerade gestern erst geschrieben worden. Lest euch den Artikel mal durch und macht euch eure eigenen Gedanken. Ich bete für die Guten. Dankeschön.